Ein herzliches Willkommen zum Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League zwischen Zenit St. Petersburg und Borussia Dortmund. Und die Teams laufen auf. Das Petrosky-Stadion in St. Petersburg ist, wie erwartet, bis oben hin gefüllt. Und Borussia Dortmund natürlich mit einigen Änderungen in der Aufstellung. Die Liste der Verletzten ist lang und sie versuchen das so gut wie möglich zu kompensieren. Und gerade in der Champions League, wo so viel Geld im Spiel ist und auch die Leistung immer wieder von einem zählt, werden sie heute versuchen, hier sich trotz alledem eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel zu schaffen. Und Zenit St. Petersburg natürlich ebenfalls mit hohen Erwartungen hier in diese Partie. Hier die Aufstellung der Blauen. Und wie bereits angekündigt, bei Borussia Dortmund einige Änderungen. Kehl zum Beispiel auf der 6 von Anfang an. Schmelzer, Piszczek jetzt rechts, Großkreuz und Aubameyang von Anfang an. Da eben Spieler wie Błaszczykowski, Hummels, Subotic, Reus, alle fehlen sie. Und auch Bender jetzt mit einer sehr, sehr langen Verletzung, 10 Wochen, fällt auch er aus. Und das müssen sie irgendwie kompensieren und das Spiel läuft bereits. Borussia Dortmund in natürlich den gewohnten schwarz-gelben Trikots von rechts nach links. Und die Russen agieren hier von links nach rechts. Lewandowski versucht sie erstmal ranzukommen. Schmelzer hat jetzt aber den Ball erobert. Lewandowski über die Außen. Und Großkreuz kommt nicht ran. Witzel. Und Fehlpass. Mkhitaryan mit dem Fuß dazwischen. Und Dani hat den Ball aber vor ihm da noch bekommen. Witzel mit dem hohen Ball nach vorne. Und Halk hier eventuell gefoult, aber das Spiel läuft weiter. Einwurf jetzt für St. Petersburg. Es wird ein schweres Spiel für beide Mannschaften werden. Trotz der vielen Verletzten ist Borussia Dortmund immer noch sehr gut aufgestellt, meiner Meinung nach. Und sie haben hier durchaus Chancen, einige Tore zu machen. Aber jetzt erstmal Kersakov im Strafraum der Borussen. Und Weidenfeller pflückt das Ding ganz einfach runter. Eine erste Annäherung einer Torchance in dieser Partie. Aubameyang jetzt versucht den Pass durch die Abwehr, aber der Ball nur mäßig gut gespielt und auch nicht sehr kraftvoll. Kehl hier gegen Dani, der mit dem Übersteiger, aber der Routinier mit ganz viel Ruhe und Überlegung in der Situation kann den Angreifer hier sehr gut ausspielen. Und Lewandowski am Ball, der jetzt an der Strafraumgrenze mit dem ersten Schuss. Und es gibt den ersten Eckball der Partie. Da sind sie mal durchgekommen und konnten ihr schnelles Konterspiel unter Beweis stellen. Jetzt aber erstmal Nuri Sahin mit der Ecke. Lewandowski mit dem Kopfball. Und der Pole holt sich den Ball. Hier ist Großkreuz. Friedrich. Aubameyang und der Ball wird abgeblockt. Immer noch Großkreuz, wieder Manuel Friedrich. Aber der Ball jetzt im Tor aus. Gute Anfangsphase hier von Borussia Dortmund nach dieser guten Tat von Lewandowski. Gleich mal eine gefährliche Ecke, wo sie das Tor ein wenig belagern konnten. Lewandowski. Kehl. Versucht den Ball hoch über die Abwehr zu chippen, aber das gelingt ihm hier eher weniger. Kersakov mit dem schönen Ball auf Schikorov und Manuel Friedrich ist da. Aubameyang. Doch die Dortmunder müssen jetzt wieder gerade bei den Fans einiges gut machen. Unter anderem in der Woche hier gegen den HSV mit 0:3 verloren. Eine ganz, ganz bittere Niederlage. Und da war Jürgen Klopp auch stinksauer. Hat seine Jungs erstmal ordentlich zusammengefaltet.
Aber das ist bei Borussia Dortmund und dem HSV immer so eine Geschichte. Auch im Hinspiel haben sie bereits verloren. Und auch in den letzten Jahren sahen sie nicht immer gut aus. Jetzt aber wieder Champions League. Kasakov, Shekurov und Ekbay. Erste Aktion hier von St. Petersburg. Und mal gucken, was diese Ecke bringt. Haig bringt diese hinein. Aubameyang versucht, hochzusteigen. Und Großkreuz mit dem nanomäßigen Ball aus dem Strafraum raus. Und da wird gut gedoppelt in der Verteidigung. Und der Ball erobert. Aber Mkhitaryan bleibt hängen. Das Mittelfeld ist sehr dicht gestaffelt von beiden Teams. Großkreuz, auch er verliert hier wieder den Ball. Haig. Anujukov. Haig. Wieder Haig, immer hin und her gespielt, möglichst schnell. Den Ball gut laufen lassen, die Flanke. Shikurov mit dem Schuss, aber am Tor vorbei. Auch St. Petersburg versucht es natürlich immer wieder aufs Tor. 24 Minuten in dieser Partie gespielt. Und ich komme nochmal zurück auf den Liga-Alltag, wo Borussia Dortmund ja diese schmerzliche Niederlage hinnehmen musste. Und das, obwohl die Hamburger eigentlich in den letzten Wochen, ja fast schon Monaten, eigentlich am Boden zerstört waren. Mit Bert van Marwijk auch noch entlassen und alles Mögliche. Und der Schuss! Und es gibt erneut Ecke für St. Petersburg. Slomka hat wohl alles richtig gemacht in dieser Partie gegen Borussia Dortmund. Und sie gleich mal in einen Schockzustand versetzt. Damit hätten wahrscheinlich auch echt die wenigsten gerechnet. PJ kann vorerst hier den Ball gewinnen. Mkhitaryan kloppt den Ball erstmal raus. Jetzt vielleicht der Konter über Lewandowski. Der rennt jetzt erstmal ganz weit nach außen, aber den Raum gewinnen, den kann er sich da nicht erobern. PJ gegen Smolnikov. Und hier ist Witzel. Wieder Smolnikov und Aubameyang. Auch er bleibt hängen. Schöner Doppelpass zwischen Witzel und Dani. Der Ball kommt flach herein. Ganz knappes Ding. Borussia Dortmund hier mit Glück in den letzten Aktionen, dass er kein Gegentor für sie dann doch noch entstand. Beiden Feller wieder mit dem Abschlag. Und Großkreuz kann den Ball erstmal nicht bekommen, aber Schmelzer jetzt über die Außen. Großkreuz versucht den Ball sich hier zu holen. Gegen Neto ist das allerdings nicht ganz so einfach. Aubameyang vielleicht hat den Kopf dazwischen, ja. Aber Witzel hat aufgepasst und somit der Ball wieder bei den Hellblauen. Lewandowski nach außen, aber der Ball zu doll gespielt und somit Einwurf für St. Petersburg und Borussia Dortmund muss wieder mehr zum Tor drängen. Sie haben erst ein, zwei gute Aktionen gehabt, aber das reicht natürlich nicht, um hier spielbestimmt zu sein oder vielleicht sogar noch ein Tor zu machen. Anjukov. Und Manuel Friedrich ist da. Ball bei den Schwarz-Gelben. Schmelzer, Großkreuz. Und Ball nicht im Aus, doch jetzt schon. Einwurf für Borussia Dortmund. Schmelzer. Hat hier keine freie Anspielstation. Und deswegen auch der Fehlpass. Keiner bewegt sich so richtig. Eventuell der Konter jetzt von St. Petersburg. Die spielen allerdings erstmal hinten rum. Und Borussia Dortmund kann sich neu sortieren. Smolnikov. Nuri Sahin. Und schon wieder bleiben sie im Mittelfeld hängen. Die Fehlpassquote ist unglaublich hoch. Mkhitaryan, auch er mit einem Fehlpass. Die Räume werden früh zugemacht und Haig jetzt aus der zweiten Reihe. Da hätte er deutlich klüger agieren können, hätte einfach noch zum Tor ziehen brauchen. Und da wäre da vielleicht sogar mehr draus geworden. Aubameyang. Auch er bleibt hängen. Es ist im Moment keine sehr hochkarätige Partie. Dani. Hier ist Witzel. Und auch er spielt uns aus. Ich habe es bereits gesagt. Beide Teams scheinen nicht so wirklich auf der Höhe zu sein.
Manuel Friedrich. Eine Minute Nachspielzeit wird vom Assistenten angezeigt. Und Dortmund spielt diese Minute erstmal runter. Ein bisschen im Ballbesitz bleiben. 0:0 also zwischen FC Zenit St. Petersburg und Borussia Dortmund. Und wir hoffen natürlich, dass das Ganze in der zweiten Halbzeit besser vonstatten geht, dass die Teams befreiter aufspielen, bessere Torchancen kreieren können und auch längst nicht mehr so viele Fehlpässe zustande kommen. Die zweite Halbzeit läuft. Borussia Dortmund nun von links nach rechts und St. Petersburg von rechts nach links. Großkreuz hier mit einer ersten Aktion über die Außen, schön auf Mkhitaryan, und er könnte den Ball jetzt in die Mitte spielen, aber Witzel hat gut aufgepasst und somit der Ball erstmal wieder rausgeschlagen, aber Borussia Dortmund mit dem zweiten Anlauf über Nuri Sahin. Nuri Sahin mit dem Schuss und die Überhand vom Keeper, gute Technik hier. Da hat er den klasse pariert. Es geht gleich gut los hier in der zweiten Halbzeit. Erste Aktion von Borussia Dortmund über Nuri Sahin. Aber jetzt erstmal Smolnikov gegen Piszczek. Den lässt er stehen. Auch an Kehl vorbei und der hohe Ball. Und Weidenfeller braucht sich keinen Zentimeter rühren, um diesen Ball zu kriegen. Kein Problem für den Keeper. Schmelzer. Hier ist Großkreuz. Großkreuz. Versucht auf Mkhitaryan zu spielen, aber Neto kann den Ball hier sehr gut annehmen und somit wechselt der Ballbesitz. Hier ist Halk. Schöner Trick gegen Manuel Friedrich, aber Schmelzer ist da und versucht den Ball aufzunehmen und das war ein Foulspiel, sagt der Schiedsrichter. Und somit erstmal Freistoß außerhalb Distanz. Aubameyang mit dem Kopfball und jetzt Kehl. Eventuell der Konter, der hohe Ball über die Abwehr hinweg. Aber da sind sie zu langsam, müssen schneller umschalten. Aubameyang. Keine gute Partie von ihm bisher. Viele Ballverluste. Kehl. Mkhitaryan. Bis Lewandowski, er bleibt hängen. Aber Piszczek aus der zweiten Reihe mit dem Schussversuch geblockt. Und Dani, auch er verliert den Ball. Kann sich ihn jetzt aber wiederholen. Und Kiaschakov, kein Abseits. Und die Flanke. Und Weidenfeller ist da. Der lange Ball in die zweite Halbzeit, in die zweite Hälfte. In die gegnerische Hälfte, Entschuldigung. Meier, da verspreche ich mir auch schon. Und das war ein klares Foul. Das müsste die gelbe Karte meiner Meinung nach geben. Sehen wir uns das nochmal an. Die Grätsche klar nach dem Spieler, nicht nach dem Ball. Aber der Schiedsrichter belässt es dann wohl doch bei einer Mahnung. Freistoß jetzt erstmal, Aubameyang. Weil etwas zu kurz. Und der Befreiungsschlag. Nuri Sahin. Großkreuz. Hier ist Lewandowski. Und der steht im Abseits. An sich gute Aktion der Dortmunder, aber hier das Abseitspech. Da hätten sie mehr draus machen können. Das Spiel jetzt etwas abgeflacht nach dieser anfänglichen Großchance von Nuri Sahin. Dortmund kontrolliert momentan das Spiel, aber immer noch keine Tore bisher. Und da sie auswärts spielen, wäre ein Tor zumindest sehr, sehr wichtig, um hier gute Referenzen schaffen zu können für das Rückspiel, dann in Dortmund. Großkreuz mit dem hohen Ball auf Lewandowski. Diesmal kein Abseits, aber es läuft keiner mit und somit gibt es nur Eckball. Nuri Sahin bringt diese rein. Hier ist Sokrates. Gute Aktion. Da kommt er sehr frei zum Kopfball und da muss man auch schon mal den
Ball zumindest aufs Tor bringen. 67 Minuten gespielt. Und ich höre gerade, dass sich erste Wechsel anbahnen. Hm, wen nehmen wir dann runter? Aubameyang. Dann haben wir hier noch Duxch. Dann machen wir den hier. Vegetarian mit dem erneuten Ballverlust. Aubameyang versucht hier zu doppeln mit Kehl. Aber immer noch Ballbesitz bei Zenit St. Petersburg. Jetzt der Ball in die Spitze. Louis Schein hat gut aufgepasst. Weidenfeller schlägt den Ball erstmal wieder nach außen. Aubameyang. Schön dabei hier von Mkhitaryan auf Piszczek. Und jetzt ist mal ein bisschen mehr Platz da für die Dortmunder. Piszczek zieht in den Strafraum. Jetzt vielleicht mal die Aktion auf ein Tor. Aber Neto ist da. Schön herausgespielt von den Dortmundern. Nur leider nicht mit Erfolg gekrönt. Schmelzer wird attackiert von Halk. Kann sich hier aber freispielen. Großkreuz. Und sie spielen das Ding erstmal hinten rum. Direkt weitergespielt, aber Zürner kauft dazwischen Witzel. Aubameyang versucht hier anzugreifen. Und Kehl schnappt sich den Ball. Und schlechter Ball von Aubameyang. Da war er eigentlich schon durch und spielt dann aber noch nach hinten rum. Schlecht gemacht. Und wieder Ballverlust mit Mkhitaryan. Auch er kommt hier nicht gut zum Zug und dann das Foul. Und die gelbe Karte. Für mich etwas übertrieben, aber Großkreuz kommt hier nur von hinten und mit der offenen Sohle in den Mann. Und die Auswechslung von Zenit St. Petersburg. Und auch Jürgen Klopp hat gewechselt. Jetzt Großkreuz auf der Bank. Das hat ja gerade gepasst, dass er sich die gelbe Karte abgeholt hat. Denn jetzt ist er ja nicht mehr rot gefährdet. Und neu für ihn im Spiel ist Duxch. Und hier ist Sokrates, der sich den Ball erstmal schnappen kann. Aubameyang. Noch 10 Minuten zu gehen. Können sie hier noch irgendwie was reißen? Das ist hier die Frage. Langer Ball auf Lewandowski. Fehler von Neto. Und Lodigan kommt raus. Klappt den Ball erstmal weg. Schmelzer. Hier ist Duxch. Und der Ball auf Mkhitaryan, der müsste im Abseits stehen. Genau, und da kommt der Pfiff. Dortmund probiert hier, aber es soll vielleicht nicht sein. St. Petersburg mit einer guten Abwehrleistung bisher. Jetzt aber vielleicht nochmal Mkhitaryan. Nein, schon wieder der Ballverlust. Kein gutes Spiel von ihm hier heute. Schmelzer. Weidenfeller erstmal zu Sokrates. Das Spiel trotz der späten Minuten hier ruhig aufbauen. Gelingt Piszczek allerdings nicht so gut, denn Dani jetzt am Ball, der zieht zum Tor. Sokrates ist da. Gut gemacht. Und Louis Schein verliert auch hier den Ball. Und jetzt dabei in die Spitze. Und Manuel Friedrich ist da. Piszczek. Jetzt laufen die letzten 2 Minuten. Kehl. Louis Schein. Duxch. Sie probieren jetzt hier über den frischen Mann noch irgendwas zu reißen. Und Einwurf Dortmund. Vielleicht jetzt die letzte Aktion nochmal auf ein Tor. Schirokov unten, Faust Wilan, oh, und jetzt auf dem Feld und Halk schnappt sich den Ball. Dortmund also damit erstmal die Chance verspielt auf ein Tor. Und der Ball kommt gut durch, aber abseits. Da haben die Dortmunder Glück gehabt in dieser Situation. Sokrates macht den Schritt noch raus in dem Moment. Und dann
schnappt die Abseitsfalle zu. 3 Minuten gibt es obendrauf. 1 Minute haben wir bereits davon schon gespielt. Schmelzer versucht, den Ball nach vorne zu bringen. Nuri Sahin. Hier ist Mkhitaryan mit dem Schussversuch abgeblockt. Und jetzt vielleicht der Konter von St. Petersburg. Hier ist Halk. Und der ist immer noch am Ball. Aber Piszczek läuft gut mit und somit die Chance vertan für St. Petersburg. Und das müsste es gewesen sein. 0:0 trennen sich St. Petersburg und Borussia Dortmund in einem taktischen Gemetzel aus Defensivstärke, Fehlpässen und wenige Torchancen. Insgesamt Interceptions, ihr seht es, also 21 an der Zahl bei St. Petersburg und 15 bei Dortmund. Das ist von beiden Teams doch sehr, sehr viel. Also abgefangene Pässe im Deutschen dann übersetzt. Und ich hoffe, diese Partie hat ihm trotz des Standes von 0:0 gefallen. Es war interessant. Und wir sehen uns natürlich bei der nächsten Champions League Partie. Ich bin Ihr Kommentator, Crankron. Bis dahin, ciao.